Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein bestimmtes Thema. Wir wissen ja alle, Windows 11 kommt wahrscheinlich Ende dieses Jahres raus. Und jetzt frage ich euch, ich habe jetzt einen 3 Jahre alten Medium-PC. Und mit diesem Wine Note Windows 11 kann man testen, ob dieses TPM-Modul dabei hat. Und der Gerätemanager kann man jetzt sehen, dass es der Treiber aktiviert ist. Und jetzt stelle ich euch die Frage, bitte schreibt es mal in die Kommentare unten. Wo stelle ich das im BIOS den TPM-Modul an? Weil das Windows Check-Tool sagt mir aber, dass es nicht installierbar ist. Deswegen frage ich euch, wo stelle ich das beim BIOS ein? Ich zeige euch jetzt mal die BIOS-Einstellung, die ich hier auf dem PC besitze. Das ist der BIOS-Einstellung. Und jetzt frage ich euch, wo stelle ich das ein? Stelle ich jetzt da ein, wo das jetzt angezeigt ist? Und da Trusted Computing, weil das ist ein amerikanisches BIOS. Und hier steht unten TPM 20 Interface Typ. Da steht jetzt hier unter Devil Select Automatik. Wenn ich dann mit der Pfeiltaste oder mit der Enter-Taste auf Automatik gehe, bekomme ich dann diese Einstellung. Da kann ich auswählen zwischen TPM 1.2, TPM 2.0 oder Automatik. Ist es da, wo ich das aktiviere? Wenn das einer weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ihr würdet mir damit sehr weiterhelfen. Ich hoffe, würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Also, bis zum nächsten Mal.